Ja, moin moin. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Underground 2. In der letzten Folge haben wir ein paar Sachen freigeschaltet, aber der nächste Car-Dealer ist hier hinten. Das ist hier. Na komm, dann fahren wir erstmal hier hin. Ich schalte mal eben hoch, denn ich muss mal kurz das Mikrofon stumm schalten. Denn ich musste ein wenig husten. Ich glaube, ich werde krank. Den Eindruck hatte ich tatsächlich die Woche über schon ein, zwei Mal. Weil ich die ganze Zeit so eine gestopfte Nase hatte aus irgendeinem Grund. Ich dachte, es wäre vielleicht Staub an der Arbeit, aber könnte auch eine sich ankündigende Erkältung sein. Ich hoffe nicht, denn das macht mir natürlich Strich durch alle Rechnungen, die ich jetzt hier so hatte. So, hallo. Ah ja. DVD-Cover. Gut, ja, wir speichern. Und dann fahren wir doch einfach hier um die Ecke das Sprintrennen direkt. Machen wir wenigstens noch was Sinnvolles. Ja, ihr seht unsere Power so vom Start weg, aus dem Stand, ist nicht besonders gut. Aber da Rennen ja nicht am Start entschieden werden, ist das ein Preis, den ich eigentlich immer ganz gerne bezahle. Weil es den Rest des Rennens dann doch irgendwie einfacher macht, wenn man während der Fahrt besser beschleunigen kann. Und das ist dem geschuldet, dass wir ECU und Turbo so eingestellt haben, dass sie in den unteren Drehzahlbereichen eigentlich nichts machen. Und mit eigentlich nichts machen meine ich, sie machen nichts. Die sind quasi nicht existent. Meine Stimme ist die ganze Zeit so belegt, das nervt. Und ich will mich nicht einfach räuspern, weil das irgendwie ein störendes Geräusch ist, finde ich. Deswegen muss ich das jetzt ertragen, zumindest bis das Rennen zu Ende ist. Und ich mein Mikrofon mal muten kann. Ich hätte gerne einen Spiegel, dass ich weiß, wo der ist, dass ich ihn blockieren kann. Ah, da ist er. Und ihn blockieren, das ist gut. So. Dann bin ich hoffentlich mal die ganzen störenden Dinge in meinem Hals losgeworden. Und dann fahren wir das nächste Drag-Rennen. Okay, das war deutlich einfacher als das andere vorher. Mit deutlich einfacher meine ich, wir haben es halt auch beim ersten Versuch gewonnen, im Gegensatz zu dem anderen.
Hier ist nochmal Geld. Das nehmen wir natürlich mit. Und dann wäre dieser Stern hier das nächste. Ich hoffe, es ist wieder nur ein DVD-Cover oder was auch immer, wo wir halt nicht irgendwo hinfahren müssen. Doch, wir müssen irgendwo hinfahren, Mist. Oh, wir müssen natürlich so weit wegfahren. Das ist ein bisschen doof, weil dann müssen wir den ganzen Weg wieder hierher fahren, weil wir haben ja die ganzen verbleibenden Rennen alle hier in der Gegend. Aber wir werden das schon schaffen. Haben ja Zeit. Nee, hier, nein. Ach. Manchmal hasse ich diesen Pfeil. Oder eigentlich hasse ich ihn immer. Es ist deutlich besser, wenn man die Strecke eingezeichnet bekommt, anstatt diesen blöden Pfeil über dem Kopf zu haben. Der einem dann anzeigt, wo man jetzt akut hinfahren muss. Ah, ihr habt auch gerade gesehen, dass wir das Auto gerammt haben. Ich kann es ja nochmal machen. Na, das war nicht genug gerammt. Achtet mal auf die Nitro-Anzeige jetzt. Habt ihr gesehen? Es geht ein bisschen runter. Wenn wir einen Unfall machen. Also geht nicht nur hoch, wenn wir coole Sachen machen, die geht auch runter, wenn wir uncoole Sachen machen. Wie Autos rammen. Moment, Moment, Moment. Hier ist doch so ein gelbes... Ne, warte mal, wir haben ja nur 21 Sekunden. Ah, ich bin dumm. Ich bin dumm, ich dachte gerade, wir wären in der freien Fahrt, aber sind wir ja gar nicht. Wir sind ja... Oh Gott, hoffentlich kriege ich den noch. Hä, wo ist der? Och nö. Er wäre da drin gewesen und das... Hervorragend. Sollte vielleicht nicht vergessen, dass wir gerade etwas fahren, wo es drauf ankommt, dass wir schnell da sind. Also machen wir das nochmal. Wenigstens kann man die Dinger direkt neu starten und wird dann einfach zurückteleportiert. Das ist schon ganz gut. Es wäre auch eigentlich überhaupt kein Problem gewesen, das Rennen zu schaffen, wenn ich dran gedacht hätte, dass wir eins fahren. Also nicht rennen, aber ihr wisst schon, Zeit fahren. Das mit dem Unfall habe ich ja auch nochmal so zwischendurch kurz gezeigt. Das war alles nicht so ganz clever. Tut mir leid. Hilfe. Tut mir leid. Ja, genau das meine ich. Aber die KI kommt mit der Kurve auch nicht so klar. So, wir müssen hier rein und dann ist das hier direkt. Wir hätten... France's GTI Magazine is featuring your Moby in the next print. Wir hätten das so locker schaffen können, aber nein. Gut, dann fahren wir nochmal hier zu dem gelben Laden gerade. So, dann gucken wir uns mal an, was wir hier für Custom Gauges freigeschaltet haben. Hey, accessorize your ride with style and turn some heads when you race by upgrading your car's looks and audio right here. Die finde ich doch schon wesentlich cooler als die anderen. Bauen wir doch mal den hier ein. Ich glaube, grau ist ganz gut. Dann können wir hier grün machen
Und die Nadel können wir rot machen. So. Und jetzt können wir nämlich hier raus und dann sehen wir... dass wir unten rechts jetzt das angefasste Design auch tatsächlich sehen. Ja, und dann fahren wir. Wir können ja einfach... Komm, wir fahren mal zu dem Autohändler hier. Dann gucken wir mal nach einem neuen Auto. Vielleicht haben wir da was Cooles. Vielleicht seht ihr was, worauf ihr Bock hättet. Weil Geldmangel haben wir eigentlich nicht. Und da wir eigentlich auch immer die meisten Rennen fahren, sollte sich das eigentlich auch nicht ändern, sodass wir auf jeden Fall mehr als ein, auch mehr als zwei Autos bauen können. Also könnt ihr gerne Bescheid sagen, worauf ihr Lust habt. Dazu muss ich aber natürlich ab und zu mal beim Autohändler vorbeifahren, damit ihr auch seht, was gerade so da ist. Gucken wir mal. Die, die wir schon kennen, da werde ich relativ schnell dran vorbeiskippen. Also die kennen wir alle. Den haben wir. Die haben wir alle schon gesehen. Und beim Celica war letztes Mal Schluss. So, jetzt haben wir hier Lexus, Golf. Ja, und das war's. Okay. Nichts dabei, worauf ich jetzt unbedingt Bock habe, auch wenn der Golf 4 meines Erachtens der schönste Golf ist, den es so gegeben hat. Wobei der Golf 7 kam dem schon recht nah, aber den Golf 4 fand ich trotzdem noch besser. So, jetzt sind wir hier. Das heißt, das nächste Rennen ist dann das. Ist eigentlich... ja, okay. Ich muss mal das Mikro ausmachen. Sekunde. Es ist echt uncool. Es tut mir auch leid, dass das immer wieder vorkommt heute, aber irgendwie ist das... weiß ich nicht. Irgendwas stimmt nicht. Wir werden sehen. Geld. Und dann haben wir hier das Rennen. Und diesmal starten wir nicht in der letzten Reihe. Was auch sehr gut ist, denn dann kriegen wir gleich einen Schubser, eventuell. Wir haben nicht wirklich einen Schubser bekommen, weil der hinter uns noch einen schlechteren Start hat als wir. Wie auch immer der das hingekriegt hat. Das war schön. Generell, wir müssen nicht bremsen. Deswegen kommen wir schon weit weg gerade. Hier müssen wir dann doch bremsen. Die Kurve ist etwas zu eng. Aber wir verlieren nicht die Kontrolle. Das ist gut. So, und jetzt in diesem, sowie auch eigentlich in allen letzten URL-Rennen, die wir gefahren sind, bisher wäre es okay gewesen, die einen runden URL-Rennen-Mod zu haben. Denn wir waren eigentlich nach der ersten Runde jetzt zuletzt immer Erster. Ich glaube, der fünfte Gang ist zu hoch. Und es ist schon wieder irgendein Mist in meinem Hals. Das ist doch... es tut mir leid. Es ist auch irgendwie gar nicht so lecker, fällt mir gerade auf. Aber ihr hört's ja auch, glaube ich. Also... ich kann das nicht einfach so wegignorieren, aber ich muss es wegignorieren. Oder Pause drücken und das ist halt auch blöd.
Oh, das sind ja 6 Runden. Warum ist das denn 6 Runden lang, dieses Rennen? Das ist ja noch schlimmer. Also dauert ja jetzt noch länger alles. Das ist ja toll. Ja, ihr seht, ich hätte schon Bock auf das, auf diese Mod, aber ich richte mich da nach euch. Also wenn ihr lieber sehen wollt, dass wir die URL-Rennen ganz lange fahren, dann machen wir das. Dann ist das auch okay. Aber ich glaube, es wäre gar nicht so sinnlos, die etwas abzukürzen. Weil sonderlich spannend ist es jetzt auch nicht, wenn man die ganze Zeit einfach nur im Kreis fährt. Und immer wieder dieselbe Runde. Aber ihr entscheidet. Außer es schreibt keiner was. Dann entscheide ich. Also heute, wenn die Folge rauskommt, ist ja dann Freitag. Denn, ja, das ist die zweite, die ich heute, also für mich heute aufnehme. Demnach müsste dann heute Freitag sein, weil ich noch zwei, ja genau, heute ist für euch Freitag. Und ich werde morgen die nächsten Folgen aufnehmen. Das heißt, wenn ihr unter dieser Folge nichts schreibt, dann werde ich wohl die Mod installieren, weil mir das dann doch ein bisschen auf die Nerven geht, dass die Rennen plötzlich 6 Runden lang sind sogar. Aber mal gucken, was passiert. Unser Auto macht sich auf jeden Fall echt gut, finde ich. Also es fährt sich gut. Und die Abstimmungen passen. Aber es macht auch so generell eigentlich einen ganz guten Job. Also ich finde, der MX-5 hier, das ist schon echt ein sau gutes Anfänger. Also ich glaube sogar, es ist wirklich auch ein Fahranfängerauto. Also, oder als Fahranfängerauto geeignet, weil das Ding hat ja eigentlich überhaupt nicht viel Leistung. Heckantrieb, kann man sich jetzt drüber streiten, ob das für einen Fahranfänger gut oder nicht ist. Aber wenn man da sagt, das ist nicht gut, dann sind ja auch die ganzen BMWs nicht geeignet. Und ich hatte ja ein 3er BMW als Anfänger. Also als mein erstes Auto. Und den fand ich eigentlich echt super. Und ich würde auch nicht sagen, dass Heckantrieb jetzt generell für einen Fahranfänger nicht geeignet ist. Man muss natürlich anders reagieren, das ist klar. Und die intuitive Reaktion ist für einen Fronttriebler die richtige, für einen Hecktriebler nicht so. Also insofern sehe ich das Argument schon, dass heckangetriebene Fahrzeuge für Fahranfänger nicht unbedingt geeignet sind. Aber das kann man auch in die andere Richtung argumentieren, wenn du jahrelang Fronttriebler gefahren bist und daran gewöhnt bist. Dann ist die Umstellung zu groß, auf einen Hecktriebler zu wechseln. Weil du wirst dann trotzdem deine Gewohnheiten beibehalten. Und wenn dir in der Kurve das Heck ausbricht, wirst du auf die Bremse treten. Und dann bist du halt beim Hecktriebler brichst dich dann halt. Das ist dann so. Der ist dann weg. Und Taillights. Okay.
Wir können ja mal dieses URL-Rennen hier fahren. Und wenn wir dann am Ende der Folge noch Zeit haben, fahren wir nochmal zum Händler. Gucken uns an, was der noch ins Angebot bekommen hat. So, das hier geht jetzt eigentlich nur 4 Runden. Das finde ich schon mal besser. Mich stört ein bisschen tatsächlich bei Underground 2, dass die Motorengeräusche von den anderen Autos echt nicht so schön sich anhören. Von unserem Auto eigentlich ist okay. Aber die anderen, die klingen irgendwie mal ein bisschen komisch, wenn man da dran vorbeifährt. Aber man darf halt auch nie vergessen, das Spiel ist 20 Jahre alt. Beziehungsweise es wird jetzt dieses Jahr 20. Das ist schon krass. Das ist wirklich verrückt, wie lange das eigentlich her ist. Macht mich gleich noch viel nostalgischer. Naja, aber darum geht es ja auch so ein bisschen. Einfach dieses Nostalgie-Feeling aus den Spielen, die man so in der Kindheit gespielt hat, wiederzubekommen. Auch wenn ich sie damals natürlich nicht gespielt habe und dabei irgendwelchen Müll in der Mikrofon geredet habe. Aber so ist das. Zeiten ändern sich. Jetzt sitze ich hier, rede Müll in der Mikrofon und spiele Underground 2. Ja, es ist wirklich irgendwie, die Gegner haben jetzt nicht so eine richtige Chance, an uns ranzukommen, habe ich das Gefühl. Also wir fahren jetzt zwar auch nicht mehr weiter weg, größer, aber an uns rankommen die irgendwie auch nicht. Nicht wirklich. Und damit ist das Rennen auch gewonnen. Ach nein, es ist wieder ein Turnier. Ach nö. Die dauern immer so lang. Hoffentlich sind es nur wieder 2 Rennen, das wäre schön. Aber mich freut diese Wintermod echt. Auch, dass sie hier bei den URL-Rennen, dass man da auch was davon hat. Auch wenn die Strecke selber gar nicht angepasst wurde, aber die Bäume und so das Gras, alles was neben der Strecke ist. Da ist überall Schnee und das freut mich.
Es ist jetzt zwar hier auch für die nächsten Tage bei mir zumindest Schnee angekündigt, so ein bisschen, aber das ist ja hier, nie so richtig richtiger Schnee. Also auch, wir hatten ja Anfang Dezember, glaube ich, war das. Da hatten wir hier auch mal ein paar Tage, wo es richtig kalt war und wo es dann auch geschneit hat, aber das war halt so ein, also es sah erstmal einigermaßen schön aus, aber es war halt so ein extrem, extrem nasser Schnee, also einfach sehr schwer und man konnte irgendwie auch nicht so viel damit anfangen. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie groß rausgehe und einen Schneemann baue oder ein Igloo oder so, die Zeiten sind leider vorbei. Warum sind die eigentlich vorbei? Warum sollte ich das nicht eigentlich mal machen? Ja, ich kann es halt nicht machen, weil es keinen gescheiten Schnee gibt. Aber der hört sich ja auch anders an, wenn man drauf rumläuft. Und ich mag dieses Schneegeräusch eigentlich super gerne. Also wenn man da drauf läuft, dieses Geknirsche. Ich finde das total schön. Aber bei diesem extrem nassen Schnee war das kaum bis gar nicht vorhanden. Und dann, ja, weiß ich nicht, ist Schnee halt hauptsächlich nervig. Wenn man so gar nichts Positives daraus nehmen kann. Weil es halt so ein Kackschnee ist. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist ja hier irgendwie immer so. Also außer man wohnt jetzt in den Alpen. Da ist natürlich dann nochmal was anderes. Aber ansonsten, ich glaube, im Rest von Deutschland ist Schnee jetzt weder eine häufige Sache, noch eine Sache, über die sich viele Leute freuen, dann... Das ist so schade. Als Kind hat man sich da immer so drauf gefreut oder so drüber gefreut. Und da hat es halt auch noch viel geschneit. Ich kann mich erinnern, dass an meinem Geburtstag noch richtig viel Schnee war, dass es da geschneit hat und so. Ich hab im Februar Geburtstag. Das war so schön, aber ich kann mich gar nicht dran erinnern. Also da war ich, glaube ich, 10 oder so, als es das letzte Mal war. Also das ist wirklich schon lange her. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass es irgendwann in den letzten Jahren mal im Februar geschneit hat. Ich glaube nicht. So, letzte Runde. Und dann haben wir dieses Turnier, glaube ich, auch fertig. Hoffe ich. Weil sonst überziehen wir die Folge nämlich schon wieder. Aber das hier sind jetzt die letzten zwei Kurven. Und dann haben wir es geschafft. Ja, das sieht gut aus. Ja. Gut, dann fahren wir nochmal zum Autohändler hier rüber. Und in der nächsten Folge fahren wir dann noch das letzte Streetcross-Rennen und dann müsste sich noch ein weiteres letztes URL-Rennen öffnen, was wir dann noch fahren können und dann haben wir, glaube ich, diesen Sponsor auch fertig. Ich weiß gar nicht, wie viel Runden es gibt mit den Sponsoren, bevor das Spiel zu Ende ist, aber es sind schon ein paar. So, was haben wir jetzt hier Neues? Toyota Supra. Acura RSX, auch nicht schlecht. Ja, Toyota Supra, da könnte man tatsächlich mal drüber nachdenken, oder? Ich nehme jetzt noch zwei Folgen auf.
Aber das könnt ihr mir gerne, also da hätte ich Bock drauf tatsächlich auf ein super. Auch wenn ich ultimativ natürlich am meisten Bock auf ein RX-7 hätte, aber den haben wir noch nicht. Aber Supra ist natürlich auch geil. Ein sehr, sehr schönes Auto, finde ich. Nun, ihr sagt mir Bescheid, auf was ihr Bock habt. Und dann können wir da in 3 Folgen mal nachgucken. Jetzt gibt es erstmal noch die 2 Folgen fürs nächste Wochenende und dann bedanke ich mich jetzt erstmal bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen in der nächsten Folge wieder mit dabei seid oder in einem meiner anderen Projekte. Und bis dahin. Ciao.